makes me shine. Hallo und herzlich willkommen zu Unity Media Speed Talk. Wir sind zurück nach der Formel 1 Sommerpause und haben zwei ganz besondere Gäste. Mein Bruder Nick Heidfeld, hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Und Felix Görner von RTL, auch ein Motorsport-Experte, der schon 16 Jahre bei der Formel 1 mit dabei ist. Nick, war das für dich klar, dass nach der Sommerpause Vettel immer nach vorne ist? Weil vor der Sommerpause, da war er nicht mehr ganz so dominant, hat nicht mehr jedes Rennen gewonnen. Nein, das war für mich nicht klar. Vor allem haben Ferrari und auch McLaren nach außen hin ganz schön viel Positives verlautbaren lassen, was wahrscheinlich auch gestimmt hat. Aber wenn man sich so anschaut, was Red Bull über die letzten Jahre gemacht hat, sind die meistens sehr ruhig. Man ist eben, ich sage immer, einmal Racer, immer Racer, ja. Und es steckt im Blut. Kann ich mir vorstellen. Wir werden uns jetzt ganz kurz einen Rückblick auf das Rennen anschauen und dann ins Gespräch einsteigen und genau analysieren, warum Vettel letztendlich dann doch gewonnen hat. Der große Preis von Monaco ist schon wieder Geschichte, aber es bleiben viele Fragen offen rund um den altehrwürdigen Parcours, der durch die so engen Gassen Monacos führt. Es krachte an allen Ecken und Enden, ganz besonders in dieser Kurve, gleich hinter dem langgezogenen Tunnel, erlitten zunächst Rosberg im Training, anschließend Perez im Qualifying den Totalschaden und wurden nur durch viel Glück nicht schwerer verletzt. Viel Glück dieses Mal auch für Sebastian Vettel, der seinen Sieg wohl vor allem einem Neustart kurz vor Schluss zu verdanken hatte. Ich habe schon gesagt, es ist ein verrückter Ort hier. Es gab viele Pannen vor und während des Rennens und ich bin sehr glücklich. Es ist ein großartiges Ergebnis. Und um ganz ehrlich zu sein, meinen Namen neben den dieser tollen Vorgänger zu lesen, es ist ein perfekter Tag. Und in der Fahrerwertung, da führt Sebastian Vettel mit 143 Punkten, hat also 58 vor Hamilton. Also weiter geht's, minus 1,4. Ja, das reicht auf jeden Fall nicht für die Spitze, das ist ja schon mal klar. Ich gebe mir Mühe. So, sechster Gang, 2,55, dann geht's hier durch die Ascari-Schikane. So. Komm. Das ist hier der Begrenzer. 1,43,8. Die schreibe ich auf. Bleib ruhig sitzen. Hier, also vor Fabio Leimer. 1, 2, 3, 4, 5 da. Vielleicht die nächste Runde wäre dann noch besser gewesen. Aber wir schauen uns jetzt einen Beitrag an über die Rennanzüge. Und da zeigt uns Nico Rosberg, wie wichtig die sind. Der Formel 1 Overall ist wie eine zweite Haut. Er ist sehr leicht, aber am wichtigsten, er besteht aus Nomex, dem mit Abstand besten Brandschutzmaterial. Alle Overalls werden zunächst bis zu 15 Mal gewaschen. Erst danach durchlaufen sie diverse Qualitäts- und Brandschutztests. Ja, auf die Bilder haben wir ja schon ein bisschen gewartet. Jetzt wird richtig gejubelt. Sebastian Vettel, der ist ja schon lange nah dran an seinem zweiten Titel. Hier feiert er auch, und das zu Recht, ist zum zweiten Mal in seiner Karriere bereits Formel 1 Weltmeister. Von unserer Seite, also von NRW TV und Unity Media natürlich auch, herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir haben heute einen ganz jungen Studiogast, das passt zu Sebastian Vettel. Ich habe es gerade gesagt, er ist zum zweiten Mal Formel 1 Weltmeister. Die Carrera, die ist noch ein bisschen jünger. Hallo Carrera erstmal. Hi. Wie alt bist du genau? 12. Und du fährst schon Kart, ne? Ja. Wir beobachten hunderte von Kanälen. In der Garage studiert eine ganze Armada an Ingenieuren ihre Bildschirme und stellt sicher, dass sowohl Performance als auch Zuverlässigkeit im grünen Bereich sind. Wenn wir also sehen, dass der Fahrer auf der Strecke seinen Motor nicht optimal nutzt und gewisse Dinge nicht korrekt macht, geben wir ihm über Funk Anweisungen, dass er Einstellungen verändern muss.
hier, wie du oder einer deiner Kollegen an die Box. Ja, das ist leider unser Ausfall. Das war eine halbe Stunde vor Schluss, wie ich gerade eben gesagt habe. Wir waren auf Platz 3 liegend. Sitzt du im Auto, ne? Ich glaube, es war dein. Nee, es ist der Lance David Arnold. Ah. Wir waren auf Podiumskurs. Und ja, dann haben wir das Teil gewechselt. Das hat ungefähr 25 Minuten gedauert. Hat die Crew auch super gut gearbeitet. Und dann sind wir auf Platz 7 auch wieder durchs Ziel gekommen, was schon sehr gut ist. Aber wenn man natürlich die Chance hat, aufs Podium zu fahren, war das natürlich sehr, sehr bitter. Also nächstes Jahr, ich glaube, rauszuhören, dass ihr aufs Podium wollt. Absolut, klar. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis nächste Woche. Ciao. Makes me shine. I'm reaching out for glory.